Hostel, mögen Sie Scotch? Wenn es nicht so bitter wäre, dann wäre das jetzt ein guter Witz gewesen halt, ja. Aber ich bin maßlos enttäuscht und ich verstehe das Ganze auch nicht mehr, was diese Pappnasen da entscheiden halt, ja. Diese Fehlentscheidung, die ist so gravierend und die kann so gravierend sein und die war auch spielentscheidend, dass es halt einen einfach nur maßlos aufregt und danach, mit welcher Arroganz sie danach einem gegenübertreten. Ja, das ist einfach nicht mehr zu ertragen. Und sie machen sich immer permanent Gedanken über, wie kann man was reformieren halt. Da sitzen dann irgendwelche Leute in ihren dicken Sesseln auf dem, weiß was ich, was für ein Board sich das nennt, halt ja, Regelboardwerk oder wie die Heinis da oben heißen und entscheiden, oh, jetzt entscheiden wir mal, nehmen wir mal einen vierten und einen fünften und einen sechsten Schiedsrichter dazu. Ja, dann was macht der da an der Torauslinie? Was ist in dem seine Aufgabe? Ich habe der soll zu Hause bleiben. Die sollen zu Hause bleiben mit so einem Scheiß, was sie da installieren haben. Der hat überhaupt gar keine Funktion da gehabt halt. Der muss das sehen. Der Linienrichter muss das sehen halt. Das war kein Eckball, kein Freistoß, wo 30 Beine da auftauchen. Da waren 4 Beine, 2 Spieler. Ja, aber nein. Das sehen sie natürlich dann halt nicht und dann kriegen wir eine rote Karte und einen Elfmeter. Der war außerhalb vom 16er, ist der hingefallen halt, ja, und ist über seine eigenen Füße gefallen. Und die sehen das nicht. Das sieht jeder von der Tribüne, sieht das, nur die sehen das nicht. Ich weiß nicht, was die da machen. Auf der anderen Seite Douglas, ja, mit dem Ellbogeneinsatz gegen Marika, da guckt dann auch keiner hin. Also irgendwie... Genau. Und das ist aber natürlich eine Situation, wo ich sage, ja klar, im Fernsehen oder Zeitlupe ist es dann zu sehen, dass er den Ellbogen ins Gesicht bekommt halt, aber da sind halt ganz viele Leute drumherum und das kann ich dann schon verstehen, wenn man das halt dann mal nicht sieht, aber das ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, also da bin ich auch enttäuscht, dass wir keinen Elfmeter bekommen haben, aber das kann ich ja noch nachvollziehen halt, weil da halt es im 16 im Getümmel ist, aber das war eine Situation, wo man sagt, es ist bodenlos und dann redest du danach mit denen, dann fragst du denen, was denn das für eine Aktion gewesen, dann sagt er, man soll ruhig sein, hier da in der Flashzone ist ein Bereich, wo es ruhig sein muss, der Schiedsrichter ist überhaupt nicht so zu sprechen halt, ja, und dann sagen sie, ja, tut uns leid, Tatsachenentscheidung, ja, da kriege ich es kotzen, da kriege ich die Krätze mit so einer Arroganz, die dann auftreten, die haben einen Fehler gemacht, dann sollen sie auch zu dem Fehler stehen, das geht ja weiter, der wird jetzt gesperrt, der wird in mindestens für ein Spiel gesperrt, ja, da, was kann ich mir denn dann für dieses Tatsachenentscheidungsgeschisse kaufen, gar nichts. Geschimpft. Ja, ja jetzt. ja, aber trotzdem gucken wir natürlich auf das Rückspiel. Wie sehen die Chancen aus? Ja, es ist eine ähnliche Ausgangssituation. Wir haben gefightet heute dann auch noch zu 10. Uns ein Ergebnis erspielt, wo natürlich noch alles möglich ist. Man hat allerdings natürlich auch gesehen, dass Twente nicht umsonst letzte Woche gegen Eindhoven 6-2 gewonnen hat. Sie sind nach vorne gefährlich, aber wir haben das eigentlich ganz gut im Griff bekommen. Wir haben selbst nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Jermaine hat aber sicherlich die klarste Situation gehabt im ganzen Spiel. Das war aber auch nicht so einfach, den zu machen. Ansonsten haben wir wenig zugelassen. Und wir haben natürlich alle Möglichkeiten, jetzt müssen wir gucken, wer jetzt einsetzbar ist. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, aber ich gehe jetzt mal ganz fest davon aus, dass Joel gesperrt wird für ein Spiel. Wir haben auf der Innenverteidigerposition unsere Probleme. Das wird alles nicht einfacher.